Jeder kennt die Rabattmarken, die bei unserer Zeitung öfters dabei sind. Heute wollen wir herausfinden, werden die überhaupt genutzt und wenn ja, wozu? Auf der Heute-Zeitung waren auch so Sticker vom Bipper mit -25%. Das gibt es auch öfter für den Billa. Nutzen Sie solche Rabattmarken? Ja, nutze ich gerne. Ja, verwende ich manchmal, ja. Und wozu in der Regel? Um einzukaufen. Nutze ich, wenn ich es habe. Meistens werden sie schon runtergenommen von den Zeitungen, wissen Sie. Aber heute hat man es eine Dame gegeben. Normal. Verschieden, wo die Marken dort sind, meistens beim Billa oder beim Spar. Sind günstig, 25% ist immer günstig. Ich nutze sie halt immer, weil es zahlt sich aus. Überhaupt wenn man ein Baby hat, zum Beispiel Bipper, zahlt sich schon aus, wenn man -25% überhaupt jetzt, wo alles teuer geworden ist. Ich freue mich, wenn ich eine Zeitung finde, die diese Pickeln hat. Ja. Eher Artikel, die man sich sonst nicht so leisten kann, genau, mittlerweile. So was gebe ich meistens auf, ja. Beim Billa meistens Milchprodukte, die Striezeln sind sehr teuer, die kosten über 4 Euro. Oder hygienische Zahnpaste ist auch sehr teuer. Und wie gesagt, das sind eigentlich, ja, Lipton ist auch sehr teuer, weil der wird frisch gemacht. Also wie gesagt, schaut mal, was günstig ist und da pickt man eben die 25% drauf. Nicht? Und wo und was kaufen Sie sich dann meistens? Also Billa und Spar, das ist 100% und manchmal bei Bipper auch. Windeln, feuchtiger, Babynahrung, da klebe ich es meistens drauf. Man kommt schon aus, aber eben es zahlt sich aus. Jetzt habe ich zum Beispiel auch mit, immer beim Einkaufen, Spar, Bipper, Billa. Also ich kaufe meistens Haarfarbe, Parfums oder Cremen. Make-up, solche Sachen. Naja, schon teurere Produkte, zum Beispiel Kaffee oder Öl oder diese Sachen, die dann wirklich 25% reduzieren und angenehm sind dann auf der Rechnung. Ja, was kaufe ich, was ich so brauche? Zum Beispiel ein Ding brauche ich diesmal wiederum, Hollersaft, wissen Sie, fürs Wasser hineingeben. Sirup, Hollers, ja. Sirup, ja. Und ja, Brot und Milch auf jeden Fall und Gemüse und Obst, Erdbeeren, Orangen zum Auspressen und Äpfeln, ja, die dürfen wir auch schon. Ich meine, was kaufen Sie sich? Welche Produkte sind sonst zu teuer? Ach so, Olivenöl, extra Olivenöl, das kaufe ich gerne, zum Beispiel bei Spar oder bei Billa manchmal. Parmigiano, ich meine, die teure Sache benutze ich nicht, um 1 Euro, dann klebe ich nicht das. Ist da irgendwas so teuer, was Sie sich sonst normal nicht kaufen würden, ohne Rabatt? Nein, ich verwende halt den Rabatt noch zusätzlich. Aber ja. Manchmal finde ich keine Fleisch im Angebot oder in Aktion, dann klebe ich drauf. Dann habe ich, es kommt drauf an jetzt, wie groß ist diese Huhn oder keine Ahnung. Aber immer, wie sagt man, ich bin sehr zufrieden, immer, wenn auf der Rechnung steht, ja, heute haben Sie gespart 2,60 Euro oder 3 Euro und das ist super. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir es leisten. Ich lebe allein, ich bin sehr sparsam und so weiter. Aber es ist eine Annehmlichkeit, wenn man das vorfindet. Und hat man eventuell einmal für etwas Teureres auch einen Platz.